Servus und hallo, liebe Freunde und Freunde von Ganzschlau.com. In diesem Video geht es um australische Pflanzen, und zwar Metrosideros thomasi. Das ist wunderschön aus neuseeländischer Weihnachtsbaum, heißt die Pflanze. Sehr weihnachtlich, die Blüte auf jeden Fall. Es gibt zwei Sorten. Einmal die thomasi, die blüht früher im Jahr, März, April. Und ja, noch ein bisschen Mai. Wir haben jetzt Juli. Die hat folgendes Problem gehabt, auf das ich gleich eingehe. Und es gibt noch eine zweite Sorte, die blüht Juni, Juli. Die hat jetzt erst Knospenansätze gemacht. Und leider, die erste Pflanze, die ich hier bestellt habe, die hat den Versand nicht so gut weggesteckt. Da ist sehr viel abgestorben. Warum auch immer, ich tippe darauf, dass es die falsche Jahreszeit ist, denn sie treibt hier überall wieder sehr gut aus, wird sie also gut erholen. Und die zweite Pflanze, die ich als Ersatz bekommen habe, hat genau das gleiche Problem gehabt. Da sind alle Blütenknospen, die war voll. Also das war wirklich komplett voll, wie so eine Art Rhododendron, wenn der komplett mit Blüten ist. Und die hat alle Blüten abgeschmissen. Warum auch immer, war sehr, sehr traurig. Wird also erst im nächsten Jahr wieder richtig voll zur Blüte kommen, wenn hier alle Triebe wieder mehr oder weniger die Pflanze ausgeglichen haben. Denn es ist eigentlich nur noch die halbe Pflanze übrig. Hier ist bei dieser Pflanze leider nur ein geschätztes Viertel übrig. Es war wunderschön, als sie geliefert worden sind, und die haben den Versand überhaupt nicht vertragen. Aber sie haben jetzt Blüten, und das freut mich. Deswegen, wenn die sich dann noch weiterentwickelt und vielleicht sogar in diesem Jahr nochmal blüht, weil diese Blüte ist definitiv zu spät, dann mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video. Wenn ihr Fragen habt zu australischen Pflanzen, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.